Hallo liebe Trending Topics Zuseher, heute die große Nachricht, Speed Invest steigt beim Wiener Crypto Scale-Up Bitpanda ein und um über dieses Thema zu diskutieren, habe ich jetzt Paul Klanschek, Erik Demuth von Bitpanda und Stefan Kleestil von Speed Invest in der Leitung. Hallo Leute. Hi. Hallo, servus. Genau, ich hoffe, es geht jetzt allen gut im Homeoffice. Danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Die erste Frage, vielleicht fangen wir beim Stefan an. Die Frage an den Investor, ganz banal, warum beteiligt sich Speed Invest bei Bitpanda? Welche große Opportunity seht ihr? Ja, also wir kennen das Team natürlich schon viele, viele Jahre. Nicht nur ich, sondern auch Oliver und viele bei Speed Invest. Und wir haben sozusagen über die Jahre mit Bewunderung zur Kenntnis genommen, wie sich die Firma entwickelt hat. Und zwar wirklich extrem positiv. Zum einen hier Scalability, einfach auf über 1 Million User zu wachsen in mehreren europäischen Ländern und das Ganze relativ schnell profitabel. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, fully compliant. Das heißt, haben von Anfang an auf Regulatorik gesetzt, haben sehr stark in Compliance investiert und sehr aktiv von Anfang an mit der FMA, aber auch anderen Regulatoren in Europa zusammengearbeitet. Und in Summe ist das einfach ein sehr, sehr attraktives Paket. Es geht aber auch nicht nur um Krypto, es geht weit darüber hinaus. Die beiden haben sich ja extrem viel vorgenommen, wirklich jetzt ganz groß zu skalieren, und zwar über Krypto hinaus. In Gold Commodities sind sie ja bereits reingegangen, aber es gibt auch Pläne, hier in weitere Asset-Klassen reinzugehen und hier wirklich vollumfänglich Zugang einfachen, sicheren, aber auch compliant Zugang zu allen Asset-Klassen zu geben. Das ist eine Vision, die uns wirklich begeistert. Wir haben ja ganz bewusst in den Bereich Trading sehr wenig investiert. Viele dieser Modelle haben für uns ökonomisch auch keinen Sinn gemacht. Und diese Leistung der letzten Jahre hat uns eben so beeindruckt, dass wir jetzt gesagt haben, wir probieren es zusammen. Und ich glaube, umgekehrt, die Kollegen haben auch gesehen, dass wir in den letzten Jahren im Fintech-Bereich insbesondere Gründer in Berlin, in London, in Paris, in Madrid geholfen haben, wirklich paneuropäisch zu skalieren. Ich war ja von Anfang an auch Unterstützer von Valentin Marx, Ben26, WeFox, Curve, Tide, viele der erfolgreichen Fintechs, und diese Erfahrung wollen wir jetzt auch bei Bitpanda einbringen. Über die Asset-Klassen und so weiter und die neuen Märkte würde ich nachher gerne natürlich noch sprechen. Zuerst einmal noch die Frage an euch, ihr zwei als Gründer, Paul, Eric, warum lasst ihr Speed Invest bei euch quasi in den Cap-Table hinein? Bisher seid ihr, glaube ich, sehr gut gefahren mit kleineren Business Angels. Jetzt kommt quasi der erste große VC an Bord. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Vielleicht könnt ihr das übernehmen, weil irgendjemand der Gegner von VC Investments war. Wir sind ja jetzt quasi keine junge Firma mehr. Also wir haben schon sehr viele Phasen durchlebt. Jahrelang quasi zu dritt gewesen, dann die ersten Mitarbeiter, mittlerweile 180 Leute. Die Perspektive ändert sich natürlich. Also während wir vorher halt immer der Annahme waren, wir wissen eh alles und wir können quasi alle Herausforderungen irgendwie selbst meistern, haben wir halt jetzt gesagt, wenn wir diese nächste große Phase angehen wollen. Also wir sagen, raus aus nur mehr Krypto, sondern auch andere Assetklassen in viel mehr Märkte, noch viel mehr skalieren. Das heißt auch, intern Prozesse verändern und so weiter, die Marketingaktivitäten hochfahren, wirklich Expertise reinkriegen, da hilft es natürlich, wenn du jemanden hast, der das schon öfters gemacht hat. Und da hilft es auch, dass wenn du mal Probleme hast, zum Beispiel, sagen wir, du brauchst jetzt eine neue C-Level-Position für irgendwas und wo fängst du dann an? Das heißt, du fängst die Sachen immer bei Null an, während wenn du sagst, du hast ein Netzwerk, an das du rangehen kannst, wo du sagst, hey, wir brauchen das und die telefonieren und dann innerhalb von ein paar Stunden hast du irgendwie 10 Kandidaten irgendwie am Tisch. Das sind alles Sachen, die man so nicht wirklich gut dazukommt. Und das Geld, das man aufnimmt im VC-Case,
kann man bei uns einfach nutzen, um einfach noch schneller unsere Vision zu erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt von 1 Million auf 2 Millionen, auf 5 Millionen, auf 10 Millionen User hochgehen, dann wird die Kurve einfach viel steiler ausschauen, wenn wir jetzt Venture Capital mit an Bord nehmen. Und das war letztes Jahr einfach eine bewusste Entscheidung, die wir mit Eric getroffen haben. Und ja, einfach quasi das Wachstum einfach noch beschleunigen. Das ist, glaube ich, der größte Grund, warum wir dann angefangen haben, auch mit Venture Capitalists zu sprechen. Können wir bitte mal festhalten, dass er gerade on tape zugegeben hat, dass er sonst immer gegen VC-Investment war? Also wenn mal was schief geht, dann wissen wir, wer von uns beiden hier der Bremser war, ja? Also, nein, Spaß. Alles klar. Ich kann voll und ganz zustimmen. Mhm. Ja, wir kennen uns ja nicht erst seit gestern. Das ist ja, Stefan hat uns ja schon im Laufe der Zeit immer wieder geholfen, da mal wieder Kontakte gelegt. Man muss sich das als Außenstehender so vorstellen, du kannst insbesondere in der Finanzindustrie nicht einfach sagen, na, da klopfe ich da mal an und da hat jemand Zeit. Du kannst ja nicht cold jemanden, sag ich mal, approachen. Ja? Du musst da jemanden haben, der Trust hat, und dann hat Stefan uns schon, bevor es überhaupt darüber diskutiert haben, Investment zu machen, hat er schon gesagt, komm hier, ich rufe den mal an, du bist gerade in der Stadt, triff dich mal mit dem, wo du normalerweise nie einen Termin bekommen würdest. Ja? Insbesondere, wenn das Wort Krypto fällt. Und das ist schon ein Door-Opener. Also damit hat es dann schon angefangen. Und natürlich hat Stefan insbesondere so viel schon gesehen, hat er schon aufgelistet, wo er überall schon drin ist und geholfen hat, diese Unternehmen zu skalieren. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition, eine ungewöhnlich gute Ausgangsposition, weil wir eben schon seit 3 Jahren profitabel sind. Und jetzt eben mal den anderen Weg zu gehen, zu sagen, jetzt holen wir jemanden rein, der Kapital und Know-how zur Verfügung stellt, um ein funktionierendes, profitables Geschäftsmodell dann wirklich zu skalieren und neue Länder zu bringen. Ich glaube, das ist schon genau der richtige Schritt jetzt. Alles klar. Jetzt interessiert uns natürlich alle die Terms des Deals. Wie viel habt ihr da investiert? Wie viel Prozent habt ihr abgegeben? Was ist die Bewertung? Ich glaube, vor einem Jahr gab es auch eine große Pressekonferenz mit dir, Eric, wo du gesagt hast, das Ziel ist definitiv Unicorn-Status, also Bewertung von 1 Milliarde. Wo stehen wir jetzt? Das kann ich dir nicht sagen. Weil, wir haben aber gesagt, das ist den Deal disclosen wir jetzt nicht. Es kann auch sein, dass es vielleicht im Laufe des Jahres noch einen anderen Growth Case gibt, noch einen zusätzlichen, den wir zusammen mit Speed Invest machen. Das wissen wir noch nicht. Da reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Das Ziel ist weiterhin klar. Also das ist, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Hauptziel, sondern das ist etwas, was, glaube ich, ganz natürlich dann nebenbei passiert, wenn wir unsere Entwicklung, wenn wir an unserem Plan, unserer Strategie festhalten und unsere Growth-Pläne jetzt in 2020, 2021 umsetzen, dann ist es etwas, was dann, glaube ich, automatisch kommen wird und auch muss. Es ist vorher schon angesprochen worden, es geht nicht nur um eine regionale Expansion, sondern auch um eine Expansion in den Produkten. Welche neuen Asset-Klassen zusätzlich zu Krypto und zu Edelmetallen, die es ja jetzt schon gibt, sind vorstellbar? Mir fallen sofort Immobilien ein, ETFs und so weiter. Was ist eurer Vorstellung nach da sinnvoll, den Usern künftig anzubieten? Also ich kann dir mal sagen, was ich für sinnvoll erachte. Für mich persönlich, also wir haben in Österreich, glaube ich, 6 oder 7% der Bevölkerung hält Aktien. Das ist nichts, das ist gar nichts. Mhm. Was ist denn der Hauptgrund dafür? Du hast zum Beispiel gesehen bei Robinhood in den USA, und USA, die haben eine ganz andere Quote, weil die alle schon durch ihre Pension Funds und so weiter haben die alle schon Stocks, die sind damit ganz anders groß geworden. Das ist für die selbstverständlich, und Anteile an Unternehmen zu halten. Und trotzdem haben über 60% der Robinhood-Kunden, soweit ich weiß, oder generell diese Neo-Broker, soweit ich weiß, haben noch nie vorher getradet. Und das liegt einfach daran, dass es Systeme geben muss, wie wir es bauen und auch für Krypto gebaut haben, die im Prinzip diese ganzen Hürden wegnehmen. Das heißt, du bringst jemanden wirklich dem Zugang bei. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich habe gesagt, wenn du ein iPhone kaufst, kommt das ohne Benutzerhandbuch. Das ist intuitiv. Und genauso muss es auch Apps geben, und das ist das, was wir machen, die dem Kunden ganz klar sagen, das ist eine intuitive App, die kann ich benutzen, ich muss keine Angst haben. Weil wenn ich heute irgendwo Aktien kaufen gehe bei den ganzen Brokern, wo ich jetzt auch privat das nutze, aber gut, das ist mein Job, ja, ich meine, ich,
die meisten Leute wissen nicht, was eine Limit Order, eine Market Order ist und so weiter. Dann hast du verschiedene Märkte, verschiedene Preise. Was ist denn ein Spread? Die ganzen Charts, das ist mega, mega verwirrend. Und das ist eine riesen Hemmschwelle. Da hätte ich, wenn vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch Angst gehabt davor. Und hätte ich einfach gesagt, naja, dann mache ich es halt lieber nicht. Auch diese ganzen bürokratischen Hürden. Und das nehmen wir alle weg und bieten einfach eine User Experience, die es so noch nicht gab. Und im Prinzip kannst du ein ähnliches, vergleichbares Modell, hast du gesehen, was die letzten Jahre die Neobanks gemacht haben. Die haben einfach im Prinzip Payments und Banking wieder attraktiv gemacht, intuitiv, und es einfach in dieses App-Zeitalter gebracht. Und das ist unsere Aufgabe, das mit sämtlichen Asset-Klassen jedem, egal wie viel Geld er hat, wo er herkommt, Zugang zu geben zu Investments und zum Trading. Alles klar, das heißt, das ist jetzt das neue Stichwort, also nach Neobanken, quasi der neue Fachbegriff, die Neo-Broker. Also ihr seid genau. Broker. Mhm. Alles klar. Die Expansion findet auch regional statt, Frankreich, Spanien und die Türkei. Wer auch immer sich berufen fühlt, warum gerade diese drei Märkte? Paul, vielleicht du. Ja, das ist einfach generell, glaube ich, der logischste Schritt für uns, weil das in Europa natürlich die Top-Märkte sind. Und diese Leute haben zurzeit noch relativ schlechte Infrastruktur, was Zugang zu den zwei Asset-Klassen angeht, die wir derzeit haben. Und auch generell die anderen Asset-Klassen, die wir jetzt in Zukunft bringen wollen, sind dort nicht gut ausgebaut. Das heißt, es sind wahnsinnige Wachstumspotenziale dort möglich. Und die Leute dort sind wirklich hungrig. Das sind ja junge Bevölkerungen, die wirklich jetzt quasi in dieses Zeitalter kommen, wo sie alle anfangen wollen zu traden, Zugriff zu diesen ganzen Aktienmärkten, zu Crypto, zu Gold haben wollen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dort halt einfach dann härter reinzugehen. Natürlich gibt es andere Märkte in Europa, die vielleicht auch viel Sinn machen würden, aber dort gibt es vielleicht auch schon bessere Infrastruktur. Das heißt, wir haben uns da ganz klar für diese drei Märkte entschieden, einfach nur, weil die halt am meisten Sinn machen in der jetzigen Situation für uns. Ja, da würde ich vielleicht nur, wenn ich da einhaken, ich meine, wir sind in allen drei Märkten tätig. Es gibt ja außer Italien, glaube ich, keinen Markt in Europa, wo wir nicht in Fintechs investiert haben. Türkei waren wir letztes Jahr bei Isico, also 8 Jahre lang bei Isico oder 7 Jahre lang investiert. Das führende Gateway, das haben wir dann an Payonaspers verkauft. In Spanien haben wir 2 sehr tolle Investments, Binext und Kobi. Frankreich mehrere, Luko, Lemonway. Also ich meine, das sind super spannende Märkte an sich. Und von daher können wir da die Kollegen auch wunderbar unterstützen vor Ort. Ja. Das war halt auch einer der Punkte, dass wir sagen, hey, produkttechnisch sind wir, glaube ich, auch ganz gut ausgestellt von der Tech-Basis her. Das skaliert alles auch wunderbar, so wie wir es aufgebaut haben. Aber der Wachstumscase, und da ist Speedinvest einfach top in Europa, was das angeht, um uns zu helfen, richtig in Märkte reinzuwachsen. Alles klar. In Europa, weltweit, steht man jetzt natürlich auch vor der Situation Corona-Krise. Viele, viele Millionen neue Arbeitslose. Wie seht ihr das in Zukunft? Auch ihr wollt ja junge Leute ansprechen, die investieren. Zum Investieren brauche ich Geld. Wie seht ihr diese Krise? Wie wird das aus eurer Sicht weiter verlaufen? Darf ich da mal ausholen, weil ich finde das immer so, besonders junge Menschen, wenn die ihren Job behalten, das ist doch eine tolle Situation, dass du sagst, du kannst jetzt investieren bei Finanzmärkten, die vielleicht ein bisschen gerade mit Angst und so sind. Das heißt, du kannst ja viel billiger einsteigen. Also dieses Argument sehe ich immer von der anderen Seite. Die Leute, die quasi jetzt von ihrem Kapital leben müssen, weil sie jetzt in Pension gehen, das sind eher die Leute, die jetzt damit Probleme haben. Das heißt, ich denke, diese Chance, es wird so wie 2018, wenn die Welt diese Krise bewältigt, dann werden die Leute, die quasi so in die Finanzmärkte jetzt Vertrauen schenken und nicht denken, dass wir auf Null runtergehen, so wie manche das in dieser größten Panik gedacht haben, die werden profitieren, weil die Firmen, die werden in 2 Jahren genauso gut laufen, wie sie vor 2 Jahren gelaufen sind. Das wird einfach ein großes Sternchen in der History vom Finanzmarkt und auch von den GDP-Wachstumsraten und allen anderen Sachen. Und ich glaube, das wird bewältigt werden. Und die jungen Leute, die brauchen jetzt Access, die brauchen jetzt die Chance, ihre monatlichen Sparpläne einzurichten. Die brauchen jetzt die Chance, einfach bei diesen Situationen einzusteigen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ziel für uns, einfach das hinzukriegen. Und die Krise mehr als Chance sehen, als dass man die jetzt irgendwie sieht als, oh no, die Welt geht jetzt unter. Weil man weiß, dass das nicht passiert. Natürlich ist es schlimm und das leiden sehr viele, aber man darf jetzt auch nicht immer nur alles negativ sehen. Ne?
Ich habe beispielsweise in den letzten Wochen kontinuierlich sämtliche Assetklassen für mich persönlich privat nachgekauft. Sei es jetzt Krypto oder sei es auch Aktien. Mhm. Also genau, was Paul sagt, ich sehe das Ganze eher als Chance, da jetzt noch weiter, noch stärker einzusteigen. Und weil du sagtest, naja, dann haben Leute kein Geld und so weiter. Aber das ist ja genau unser Punkt, den wir da angehen. Momentan ist das größte Problem, wenn du Aktien und Investment im Generellen anschaust, dass es einzig und allein für die Leute geschaffen ist, die bereits vermögend sind. Das heißt, zum Beispiel eine Amazon-Aktie, was ist momentan der Preis? Ich schätze mal um die 1.600 Euro. Das ist eine Aktie. Das Problem ist, wenn ich jetzt aber nur 1.000 Euro habe zum Anlegen, kann ich mir nicht mal eine Aktie kaufen und schon gar kein Portfolio erstellen. Das ist ein Riesenproblem, was wir lösen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel mit Gold auch schon bewiesen. Weil wenn du nämlich sagst, du kaufst jetzt ein Kilo Gold, das Beispiel habe ich ja damals schon gebracht, als wir das rausgebracht haben, zahlst du, wenn du physisches Gold irgendwo kaufen gehst, zahlst du 2% Aufpreis. Ein Kilo, 37.000 Euro. Wenn du aber jetzt eine 1-Gramm-Münze kaufst, weil du sagst, ich habe keine 37.000 Euro für Gold jetzt, dann zahlst du einfach mal einen Aufpreis von 50%. Das ist keine Anlage mehr, das ist kein Investment. Das bedeutet, nur Menschen, die quasi vermögend sind, können überhaupt in diese Assetklasse reingehen derzeit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, physisches Gold digitalisieren wir. Es ist wirklich immer noch physisches Gold, das besitzt du auch. Und das machen wir auch mit anderen Assetklassen. Und das bedeutet, wenn ich quasi im Monat vielleicht meine 30 Euro habe, um meinen Sparplan anzulegen, um Aktien zu kaufen, dann wirst du das in Zukunft bei uns tun können. Und dann ist es egal, wo du herkommst und wie viel Geld du hast. Und das ist im Prinzip etwas, was unser Ziel ist, was unsere Mission ist, dass du den Finanzmarkt und Investment im Generellen demokratisierst, dass alle die Chance haben zu partizipieren. Ja, ich meine, da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Wir haben ja insbesondere in Österreich und Deutschland ein riesiges Problem. Es gibt der gemeine Österreich und der gemeine Deutsche rentiert viel schlechter als alle Kollegen in allen anderen europäischen Ländern. Das kann man überall nachschauen, das wissen wir. Warum? Weil das Geld am Sparbuch liegt, weil die Asset Allocation nicht stimmt. Man kann nicht einen Average Return von 5% plus erwirtschaften, ohne einen höheren Aktienanteil, ohne Private Equity, ohne Alternative Assets. Deswegen ist ja die Vermögensschere der letzten 12 Jahre so unglaublich aufgegangen, weil die Asset Allocation der reichen Leute eine andere ist als die, die nicht so vermögend sind. Das ist zutiefst ungerecht. Und das muss schleunigst aufgearbeitet werden. Ich finde es auch ungerecht, dass beispielsweise, um bei Speed Invest zu investieren, wir sind ein Venture Capital Fonds, High Risk, High Return, musst du laut Gesetz mindestens 100.000 Euro investieren können. Und ich finde das ungerecht. Ich finde, es sollte für jeden Zugang geben zu Assets, die einfach höher rentieren, weil sonst geht sich das nicht aus. Und daran muss der Gesetzgeber interessiert sein, daran muss der Kapitalmarkt interessiert sein, daran müssen die Banken interessiert sein, weil es kann einfach nicht sein, dass wir in Österreich die Pensionskassen deutlich weniger erwirtschaften jedes Jahr als zum Beispiel die holländischen oder die nordischen oder die kanadischen. Mein Lieblingsbeispiel ist Ontario Teachers Fund. Das ist der Pensionsfonds der kanadischen Lehrer der öffentlichen Schulen. Das ist einer der besten Pensionsfonds der Welt. Der investiert weltweit. Der investiert sicherlich auch in allen alternativen Assetklassen. Warum sollte das nicht auch für unsere Pensionskassen gelten? Also wir sind in Österreich insbesondere in der absoluten Steinzeit. Und Spieler wie Bitpanda sind besonders wichtig hier in Österreich. Ja? Dann noch die Frage an den Investor. Wie stellt sich für euch derzeit die Situation dar? Corona-Krise. Kann man da noch Investments machen? Ich nehme mal an, der Deal ist schon vor Ausbruch beschlossen worden. Wie schaut es da aus? Und kann man jetzt noch groß investieren in Fintechs oder muss man jetzt mal abwarten? Also wir haben natürlich, wie gesagt, mit den beiden schon jahrelang Kontakt und das wäre jetzt gelogen zu sagen, dass wir das wegen Covid gemacht haben. Wir haben das natürlich, die Diskussion schon letzten Herbst ernsthaft begonnen und haben uns sozusagen, es ist jetzt ein bisschen ein Zufall auch, dass das jetzt quasi geclosed und announced wird. Aber ja, Speed Invest, wir sind ein paneuropäischer VC. Wir sind einer der größten Fonds in dem Bereich und gerade auch in Fintech.
Also wir sind völlig unabhängig von Österreich. Ja, wir investieren natürlich weiterhin. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen mehrere Investments abgeschlossen. Ich würde sagen, eher in der ganz frühen Phase. Und ansonsten, ja, wir sind natürlich gerade, das sind sehr, sehr schwierige Zeiten für Startups, die noch nicht profitabel sind, die weitere Kapitalerhöhungen benötigen. Und wir haben die letzten 3 Wochen, wie du dir vorstellen kannst, da viel Zeit mit unseren Gründern in ganz Europa verbracht. Ich kann nur sagen, unsere Devise zurzeit ist, mit dem Kapital bis Mitte, besser Ende nächsten Jahres durchzukommen, also wirklich für alle Eventualitäten bereit zu sein. Hoffentlich wird es nicht so schlimm, es muss auch nicht so schlimm kommen, wir wissen es alle nicht. Und gleichzeitig haben wir da, wo es notwendig ist und wo wir an die Firmen weiterhin glauben, auch weiterhin investiert. Und so, glaube ich, sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe unglaubliche Bewunderung für viele der Gründer, die natürlich jetzt durch extrem harte Zeiten gehen. Man muss sich vorstellen, Madrid als Beispiel, wo wir Investments haben. Die Kollegen dürfen nur 1 Stunde am Tag aus ihrer Wohnung rausgehen, nur zum Einkaufen. Das ist noch viel restriktiver als hier. Und in so einer Situation mit 10, 15 Shareholdern permanent in Kontakt zu sein, Runden aufzustellen, auf Zeitarbeit, auf Kurzarbeit umzustellen, alle diese Dinge jetzt gewuppt kriegen in dieser Situation. Also ich habe allerhöchsten Respekt, wie die meisten Tech-Gründer das hinbekommen. Und ich glaube auch, dass das ein unglaubliches Learning ist. Die meisten haben ja noch keine Krise dieses Ausmaßes erlebt und werden da ganz stark aus dieser Krise, also nämlich auch gestärkt als Manager, aus dieser Krise hervorgehen. Hm, alles klar. Dann frage ich gleich Paul, Eric, wie geht es hier mit der Krise um? Was habt ihr schon diese großen Learnings gemacht aus dieser Krisensituation? Aber nur eine kurze Frage, Stefan. Das Investment hättest du trotzdem gemacht, oder? Aus jetziger Sicht. Ja, natürlich. Wir haben ja, uns da ja bin ich beruhigt. COVID gut, darauf gut. Geeinigt. Ist doch gut, klar, gut, bin ich beruhigt. Rhetorische Frage. Na klar. Ja. Nein, Entschuldigung. Nochmal. Die Frage wäre, aus dieser Krisensituation, ihr als Gründer, habt ihr da schon für euch was gelernt für die Zukunft aus dieser ganz speziellen Situation? Also ich würde sogar sagen, dass man schon viel gelernt hat daraus. Was man definitiv jetzt erstmal sehen muss, ist, wir sind jetzt in einer sehr privilegierten Lage. Dadurch, dass wir als Trading Company natürlich an Volatilität profitieren, das ist für uns netto wahrscheinlich ein positiver Effekt gewesen, was wir aber quasi uns zur kompletten Ausnahme macht. Man muss sich aber definitiv auch vorstellen, es hätte ja auch anders laufen können und zum Beispiel das Trading-Volumen runtergeht in der Krise, weil die Leute jetzt nicht mehr traden wollen, weil sie einfach ganz andere Probleme haben und es uns quasi auch treffen können. Das heißt, allein aus der Krise schon einmal zu sehen, man muss für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Das heißt, es kann einfach diese sogenannten Black Swan Events einen immer treffen. Und da muss man wirklich einfach vorausschauend handeln und einfach gut aufgestellt sein. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir nie jetzt irgendwie uns über Schuldfinanzierung quasi finanziert haben und dementsprechend jetzt nicht so unter Zugzwang sind, aber es hätte ja auch anders laufen können. Und die zweite Schiene, die wir jetzt gesehen haben, das haben wir vorher schon kurz besprochen, wir haben jetzt komplett auf Homeoffice umgestellt und auch bemerkt, es funktioniert. Also es hat viele Nachteile, aber man kann die Produktivität hochhalten. Das Team ist, glaube ich, ganz gut gelaunt und es wird weiter an unserer Roadmap, an unseren Produkten gearbeitet. Und das ist echt schön zu sehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt aufzeigen können, dass das auch in Zukunft geht, kann man da sicher noch ein bisschen liberaler damit umgehen in Zukunft und sagen, den Teams noch mehr Freiheiten geben, wenn die das gut nutzen können, wenn die ihre Deliveries haben. Aber wie ich vorher eben gemeint habe, die Nachteile aus dieser Homeoffice-Situation, aus dieser Isolierung quasi, darf man halt auch nicht vernachlässigen, weil diese 12, 15 Leute, die wir angebordet haben, seit die Krise gestartet hat, die haben überhaupt nicht diese Firmenzugehörigkeit, weil das, was du in Person und wenn du die Leute wirklich physisch siehst, hast diese
diese Stimmung, diese Firmenkultur, das ist super schwierig aus der Ferne aufzubauen. Und ja, ich meine, da kann man sich natürlich auch was überlegen, wenn man jetzt quasi gezwungen wäre, das jetzt nur ein halbes Jahr zu machen. Aber zurzeit schaut es in Österreich ja ganz gut aus, dass wir das nicht machen müssen. Und da unsere Mitarbeiter alle in Österreich gebased sind, werden wir relativ schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. Ja, es ist aber auch ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege, vor anderthalb Jahren, hätten wir diese Situation vor anderthalb Jahren gehabt, wäre es chaotisch geworden bei uns. Wir haben dann aber vor anderthalb Jahren angefangen, andere Managementstrukturen einzuziehen. Wir haben Strukturen generell überall stark verbessert. Das ist bei einem gewissen Wachstum, bei einer gewissen Größe nicht mehr so, als wenn du 20-Mann-Startup bist. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte jetzt mit 180 oder 190 Leuten. Ehrlich gesagt, jetzt sind wir strukturell gut ausgerüstet dafür. Produktivität hat in keinster Weise nachgelassen. Man muss halt natürlich immer darauf achten, dass die psychische Gesundheit aller irgendwie weiterhin vernünftig ist, weil das ist schon eine Isolation, das ist schon was ganz anderes. Gerade wenn du zum Beispiel Single-Haushalte hast und alleine zu Hause bist die ganze Zeit, das kann schon sehr belastend sein. Da muss man, glaube ich, schon sehr stark drauf achten und wir versuchen da auch Angebote zur Verfügung zu stellen. Aber produktivitätstechnisch läuft das alles sehr, sehr gut. Da bin ich wirklich happy. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt 20, 30, vielleicht sagen wir 70 Leute wären, ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre zu einer anderen Zeit. Alles klar. Na gut, Jungs, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sind schon über unserer Zeit. Ich schätze mal... Wie immer, Jakob. Ich hoffe, dass ihr euch bald wieder, wie wir alle, auch in physischen Räumen wieder zusammenfinden könnt, um an euren Dingen weiter zu arbeiten. Ja. Große Pläne, regionale Expansion bei den Produkten, Speedinvest jetzt bei Bitpanda mit an Bord. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank dir. Genau. Alles Danke, gut. Jakob. Danke dir. Alles Gute. Bis bald einmal. Ciao. Ciao.